Warum hat eigentlich noch nie eine Laute mit einer Harfe zusammengespielt? Oder die Bambuszither mit einer Laute? Diese Frage stellten sich Rajeri mit seiner Waliha, Balaki Sisoko mit seiner Kora und Driss al-Malumi, der den Oud beherrscht. Diese drei Instrumente gehören zur Familie der Saiteninstrumente. Hinzu kommt, dass es für die Waliha eine Ehre ist, zusammen mit der Kora und dem Oud zu spielen, sodass sie dadurch die Möglichkeit hat, in der ganzen Welt bekannt zu werden. Kurz entschlossen bildeten die drei Afrikaner eine Band mit dem Namen Projekt 3MA, gemäß der ersten beiden Anfangsbuchstaben ihrer Herkunftsländer. Madagaskar, Marokko und Mali. So ein Zusammenspiel ist wahrhaftig sehr schwierig, denn unsere Instrumente spielen in verschiedenen Tonlagen. Meine Kora in F, der Oud in C und die Waliha in G. Somit ist diese künstlerische Schaffensart etwas Neues, was es vorher noch nicht auf diese Weise gab. Die verschiedenen Tonlagen der Instrumente, die man angleichen muss, sind zwar eine musikalische Herausforderung, doch vielmehr gilt es, Grenzen zu überwinden. Grenzen im kulturellen, traditionellen Sinn und Grenzen aufgrund der schier unüberwindbaren Entfernungen innerhalb Afrikas. Wir wollen beweisen, dass diese drei Kulturen, drei Personen und drei Instrumente einerseits individuell viel zu sagen haben und andererseits gemeinsam viele Fragen aufwerfen. Das Zusammenspiel von Oud, Waliha und Kora ist jetzt für unser Trio 3MA keine Hürde mehr, sondern eher ein Abenteuer oder ein Weg, den wir weitergehen müssen. C'est un chemin, c'est un bébé qui grandit tout simplement. Die 3MA haben gelernt, aufeinander zu hören und sich gegenseitig wahrzunehmen. Mit ihrer Kreativität haben sie es geschafft, die unsichtbaren Grenzen der traditionellen Künste innerhalb des afrikanischen Kontinents zu überschreiten. Die kleine 3-Mann-Band ist Vorbild für all diejenigen, die in der musikalischen Forschung weitergehen wollen, die neue Klänge schaffen, Grenzen überwinden und frei sein wollen. Rajeri, Balaki Sisoko und Driss al-Malumi sind frei. Und weil sie frei und gleichzeitig kulturell tief verwurzelt sind, konnten sie diese Musik schaffen.